Ahoi und guten Morgen aus Berlin. Ja, wir sehen noch ein bisschen verschlafen aus. Es ist noch gar nicht so spät heute. Aber es hat natürlich auch einen Grund, weil wir hier sind. Denn eine neue Reise steht an. Es geht gleich nach Korfu für uns. Und dort wartet dann AIDA Blue mit zwei ganz besonderen Reisen auf uns. Genau, zuerst geht es für uns nämlich in Richtung Griechenland. Und da warten uns auch sehr sommerliche Temperaturen. Also wir kratzen an der 40 Grad Marke. Wir schauen mal, wir sind auf jeden Fall freudig, freuen uns auf tolles Wetter, ja, tolle Erlebnisse. Und dann schließt sich noch eine zweite Woche an, denn im Anschluss geht es für uns nochmal in die Adria. Aha. Und die einen oder anderen von euch erinnern an sich vielleicht. Adria, das waren damals ein bisschen unsere Anfänge. Da haben wir das erste Mal geblockt. Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Genau, also ungefähr 5 Jahre müsste das jetzt her sein. Also so eine kleine Jubiläums-Vlog-Reihe steht bevor und wir haben uns auch dafür extra ja, sehr, sehr tolle Ausflüge, sehr viele aktive Ausflüge ausgesucht. Also ihr könnt gespannt sein, was euch so erwartet. Uns erwartet jetzt erstmal der Flug nach Korfu. Wir beeilen uns jetzt, dass wir unseren Flug passend kriegen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir sind früh dran. Ich denke, das sollte alles soweit klappen. Sieht gut aus bisher. Genau, also kein Chaos heute in Berlin. Wir machen uns jetzt los nach Korfu und da melden wir uns dann von AIDA Blue bei euch. Ja, so schnell geht's. Ihr könnt es schon sehen, wir haben es aufs Schiff geschafft und wir sind auf AIDA Blue gut angekommen und haben heute schon unseren ersten Seetag und wollen euch einfach nochmal ganz kurz berichten, wie so unser Anreisetag verlief. Das wollen wir nachholen. Genau. Und ja, fang doch mal an. Genau, wir sind ja, wie wir gestern schon angedeutet hatten, auf eigene Faust mit EasyJet von Berlin aus nach Korfu geflogen. Ging wunderbar, hat alles gut geklappt. Ungefähr 2 Stunden 20 sind wir, glaube ich, geflogen. Flughafen ist ungefähr so 15 Minuten entfernt vom Schiff. Wir sind mit dem Taxi gefahren, müsste ungefähr so 20 Euro an Kosten einplanen. Ja, Gepäck könnt ihr dann am Hafeneingang abgeben. Das war noch ganz lustig, da dachten wir erst, ob das ankommt. Da war nur so ein griechischer Mitarbeiter, der gesagt hat, ja, ja, packt mal dorthin. Ja, aber die haben wir gefühlt in der Siesta gestört. Genau. Ja, aber es kam dann 2 Stunden später auch irgendwann an. War dann ganz glücklich. Genau, ja, und dann sind wir... Ja. Seht ihr das? Man überlegt dann schon, ob dann die Shops dann auch zeitnah öffnen, dass falls doch der Koffer nicht ankommt, dass wir noch ein paar Ersatzsachen kaufen können. Aber hat ja alles geklappt. Also wir können uns einkleiden jetzt im Urlaub. Das passt, ja. Untergekommen sind wir in einer, ja, in Anführungsstrichen normalen Balkonkabine auf Deck 7 in der Kabine 7230. Wenn ihr schon mal mit den Sphinx-Klasse-Schiffen verreist seid, sollte euch der Kabinentyp bekannt sein. Also ist für 3 Personen ausgelegt, sehr farbenfroh gestaltet und ja, der verglaste Balkon, auf dem wir gerade sind, bietet einen wirklich schönen Blick aufs Meer. Und da wir das letzte Mal ja mit AIDA Blue während Corona unterwegs waren, und jetzt ja nach Corona das erste Mal wieder unterwegs sind, können wir sagen, dass auch die Sicherheitsübung hier digital stattfindet. Also ja, ihr könnt den, den Sicherheitsfilm ja, über das TV-Gerät anschauen, dann lässt du schnappen unsere Musterstation und dann seid ihr auch schon fertig. Und eine weitere Neuerung auf AIDA Blue, so, müssen wir jetzt mal zeigen. Die neuen Bordkarten, die es auf AIDA Cosma und Nova gibt, gibt es jetzt auch auf den kleinen Schiffen scheinbar. Also ganz nett, ein kleiner Hingucker. Also auf der anderen Seite habt ihr nach wie vor eure Infos und die Rückseite ist mit einem schönen Motiv bedruckt. Finden wir eigentlich ganz süß. Mhm. Janine wollte aber lieber mein Motiv. Sie wollte den Sonnenuntergang. Ich finde den Sonnenuntergang ein bisschen schöner. Das hat was, oder? Ich hätte einen Kussmund lieber genommen, aber so ist es nicht. Wir tauschen jetzt einfach. Ich bin jetzt Christian und du bist jetzt Janine. Genau. Mal sehen, ob es auffällt. Ja, ansonsten war gestern gar nicht mehr so viel. Wir waren dann noch Abendbrot essen, ganz entspannt. Und gegen 22 Uhr ging es dann los. Das war auch schön. Genau. Aber sehr heiß. Ja. Und ja, gegen 22 Uhr ging es dann los. Leider auch mit einem kleinen Schreckmoment, ne? Denn wir hatten dann ja gesehen, dass auf Korfu auch Waldbrände ausgebrochen sind. Ja, wir haben direkt von unserem Balkon aus auf die Insel so ein bisschen geschaut und haben vorher schon überlegt, ja, was ist denn das da hinten? Bei Tag hat man es nicht so sehr gesehen, ne? Das ging ja abends dann schon los. Und als wir dann losgefahren sind, hat man sich gesehen, wie da so ein Feuer entfachte und immer sich weiter ausbreitete. Wir haben jetzt heute Morgen gerade gelesen, dass da auch jetzt auf Korfu der ein oder andere evakuiert werden muss, nachdem es auch auf Rossau schon der Fall war. Kann man echt nur hoffen, dass es hier auch zeitnah mal Regen gibt, dass die Leute so ein bisschen ja, durchatmen können und dass es nicht weiter umgreift auf weitere Inseln. Genau. Ja, und wie Janine schon gesagt hat, wir sind jetzt auf unserem ersten Seetag Richtung Kreta. Wir sind jetzt entspannt erstmal einen Tag gestartet, Magen knurren langsam. Deswegen gehen wir jetzt zum 10, jetzt Frühstück. Nee, 9 ist es. Genau, so spät ist es noch nicht. Ja, heute wird sowieso ein sehr kulinarischer Tag, aber dazu dann später.
später mehr. Wir gehen jetzt erstmal zum Frühstück und für euch gibt es ja ein paar schöne Impressionen vom Sonnenaufgang, würde ich sagen. Also. Unser erstes Frühstück der Reise haben wir im Marktrestaurant gegessen. Letztlich ist es aber egal, in welchem der drei Buffet-Restaurants an Bord ihr frühstücken geht, da es sowohl im East, dem Belladonna und eben auch dem Marktrestaurant die gleiche Vielfalt und das identische Angebot an Speisen gibt. Bei AIDA ist die Auswahl zum Frühstück vielfältig, mit einer breiten Auswahl an warmen und kalten Speisen, sowie Obst, Gemüse und frisch zubereiteten Gerichten wie Omelette oder Pancakes. Wer zum Frühstück jedoch lieber bedient werden möchte, kann auch das Gourmet-Frühstück im Buffalo Steakhouse nutzen. Selbiges stellen wir euch in einem späteren Video vor. So, wie vorhin versprochen, kulinarisch geht's weiter. Nach dem Frühstück steht jetzt mal was ganz Neues für uns an. Draußen ist es nämlich so heiß, da haben wir uns ein Alternativprogramm überlegt. Richtig, wir probieren heute mal die Kochschule aus und die startet heute hier im Buffalo Steakhouse. Und wir sind gespannt, es gibt irgendwie mehrere Kategorien. Heute ist Thema Fleisch. Heute ist Thema Fleisch, also heute für die Fleischliebhaber. Genau, also wir sind gespannt, was es gibt. Ich weiß auch nicht, ob man da jetzt filmen darf, aus hygienischen Gründen. Ihr werdet es ja jetzt gleich erfahren, ansonsten verraten wir euch danach, was wir Leckeres kredenzt haben. Zurück von unserer Kochschule aus dem Buffalo Steakhouse und da können wir euch gleich mitteilen, dass die Kochschule so ist, dass ihr dem Koch über die Schulter schaut und nicht selbst aktiv werdet. Ihr bekommt halt ein paar Tipps genannt, wie man die unterschiedlichen Fleischspeisen zubereitet und davon gab es reichlich. Ne? Ja, unter anderem gab es ein paar Tipps generell beim Schneiden von Fleisch, Zubereitung eines Carpaccios fand ich besonders interessant. Also die haben es sehr, sehr schmal abgeschnitten und dann mit der Klinge vom Messer so ein bisschen platt gedrückt und immer so ein bisschen ausgeschabt. Das sieht man nämlich auch auf den Aufnahmen. Und davor gab es noch ein Tartar. Da wurde uns sozusagen auch noch ein Rezept mitgegeben, was man dort am besten alles noch an Zutaten hinzufügt. Und sogar wir haben das gegessen. Genau, sehr, sehr positiv. Für uns zwei Mäkelfritzen hat er sogar zusätzlich noch ein extra Tartar gemacht, ohne Zwiebeln und ohne Sardellen. Also sehr, sehr gut, Pluspunkt und hat wirklich sehr gut geschmeckt. Aber für meine Begriffe war es am Ende einfach viel zu viel Fleisch. Also es gab so viel. Also nach der Vorspeise mit dem Tartar gab es dann verschiedene Fleischsorten. Also wirklich, was alles so im Buffalo Steakhouse auch angeboten wird. Und da wurde immer so ein bisschen von einem großen Stück, wurden so kleine Scheibchen jedem Teilnehmer sozusagen auf dem Tisch serviert. Und ich glaube, wir hatten 8 Gänge bestimmt. Gefühlt, ja. Ein bisschen Brot gab es noch dazu, Getränke auch, ne? War wirklich, also hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es war total cool, mal alles probieren zu können, auch die Unterschiede der einzelnen Fleischsorten, ne? Und aber es war wirklich sehr, sehr viel. Wir sind jetzt sehr satt. Genau, und gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zusätzlich. Janine hält es gerade in der Hand, bekommt jeder Teilnehmer auch noch 3 Gewürzmischungen von AIDA, um zu Hause dann auch die eigenen Speisen zu verfeinern. Also, wenn ihr mal. Das Buffalo AIDA Geheimrezept Gewürz, dann das rote Drachengewürz East und AIDA Selection Madagaskar. Also wie gesagt, wenn ihr mal ausprobieren. Das hat 2-mal, ne? Also jeder hat 3 so eine Gewürze bekommen. Wir haben uns auch schon sagen lassen, die sind sonst relativ teuer im Shop. Ich glaube um die 10 Euro. Und was haben wir jetzt bezahlt? Ich glaube um die 30 Euro hat die Kochschule gekostet. Also wir haben Plus gemacht noch. Ja, also lohnt sich mal teilzunehmen so oder so. Genau, aber wie gesagt, wenn ihr einfach mal auch die Speisen aus dem Buffalo probieren wollt, könnt ihr es damit auch sehr gut machen. Ja. Wir sind jetzt gerade wieder auf Balkonien und wir schwitzen schon, was das Zeug hält. Deswegen würde ich sagen, geht's gleich wieder ab auf Pool. Genau, wir drängeln uns jetzt mal in den Pool rein, ein bisschen abkühlen und dann schauen wir einfach, was der warme Nachmittag noch bringt. Wir hatten heute Abend eigentlich Buffalo Steakhouse auch noch geplant, aber das haben wir jetzt verschoben. Das wäre einfach zu viel Fleisch für heute. Wir wussten vorher nicht, dass die Kochschule auch heute stattfinden wird und da wird es ein anderer Tag nochmal werden. Ne? Genau, wir machen uns jetzt im Pool. Thank you.
Der erste Seetag auf Aida Blue neigt sich so langsam, aber sicher dem Ende entgegen. Und da trauen wir uns jetzt auch mal wieder raus. Jetzt sind einigermaßen erträgliche Temperaturen. Ja, nachdem wir den Nachmittag dann nur im Pool und auf unserem Balkon verbracht haben, geht es jetzt langsam zum Abendessen. Und danach werden wir mal bei der Aida Primetime vorbeischauen. Genau. Aber ansonsten, ja, war es wirklich ein sehr, sehr heißer und kulinarischer Tag. Ja, also im Pool war es auf jeden Fall am erträglichsten. Wir waren, glaube ich, am Stück mal eine Dreiviertelstunde drin. Danach haben wir uns ein bisschen runtergekühlt. Das tat sehr gut. Und wir haben das Beste draus gemacht. Die Kochschule ging ja dann auch noch eine Weile. Und auf dem Balkon hatten wir halt auch Glück. Wir hatten die schattige Seite, dass ich sowas mal sage. Aber das war wirklich dann erträglicher. Man konnte auch mal so ein bisschen noch draußen sein. Und jetzt haben wir es auch schon gegen 8 und es ist trotzdem noch mega warm. Also genau. Wahnsinn. Ne? Aber einen Vorteil hat das Ganze, man hat hier wirklich sehr, sehr schöne Sonnenuntergänge. Ja. Gestern der erste Sonnenuntergang war schon toll und heute wird es sicherlich auch nochmal richtig schön werden. Und heute Abend ist auch nochmal in der Ocean Lounge, ne? Ganz schön ist. Ein Pianist tritt da auf mit so ein paar Songs. Nennt sich das vorgelesen vorhin? Das ist jetzt wieder Vorführeffekt, ich habe es leider vergessen. Aber das ist ein bisschen loungiger, also hat uns sehr gut gefallen. Das geht um die 21:30 Uhr los. Noch was anderes. Weil parallel ist nämlich im Brauhaus Malle Party. Also Kontrast, Kulturkontrast. Und ihr wisst, das ist ja jetzt nicht ganz so unseres, deswegen werden wir wahrscheinlich das Alternativprogramm besuchen. Aber vielleicht statt wir mal einen Besuch haben und gucken uns das zumindest mal an. Genau. Auf jeden Fall sehr lustig, das stimmt. Wir gehen jetzt erstmal essen, wie gesagt, und dann werden wir uns mit ein paar Szenen des Abends noch bei euch verabschieden und dann melden wir uns morgen in Kreta bei euch. Da gab es leider auch ein paar Planänderungen, aber dazu morgen dann mehr. In the back of my roller, we gon' make it big one day. We gon' make it big, I say. We gon' make it big, just stay in the moon, stay in the moon with me. Give you a moment of me. Spend all the roses with me. Ripped your heart, got a brand new one. Since you got lost in November. See it in your eyes when we leave for the night. Hellas zusammen. Kalimera. Genau. Wir sind angekommen auf der größten griechischen Insel, auf Kreta. Ja, Sonne scheint, sieht nach einem sehr, sehr wettertechnisch schönen Tag aus. Allerdings wurde das Wetter uns auch ein bisschen zum Verhängnis, wie wir ja gerade schon angedeutet haben, denn unser Ausflug, der heute eigentlich geplant war, wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt. Wir wollten eigentlich durch die Imbros-Schlucht wandern, da es ja sehr heiß werden soll, wurde es abgesagt. Ja, also scheinbar ist die Schlucht irgendwie gesperrt wegen Hitze. Nachdem wir, was wir jetzt so mitbekommen hatten mit den Waldbränden und Co., ist völlig nachvollziehbar und verständlich. Natürlich schade für uns und für euch, weil es wird jetzt keine Aufnahmen davon geben. Wir haben uns aber um Alternativen bemüht. Wir haben uns um Alternativen bemüht, natürlich. Genau. Allerdings auch ein bisschen anders, als das ja vielleicht von uns geplant war, denn wir machen heute getrennt voneinander Urlaub. Ja, also so nach einem Urlaubstag bisher haben wir gesagt, es ist immer wieder Zeit, Urlaub voneinander. Genau. Nee, war hat einen anderen Grund. Ne? Genau, die Restplätze, die dann noch übrig waren, waren natürlich ja limitiert, weil schon vieles ausgebucht war. Deswegen geht es für mich jetzt auf Jeep-Safari ins Weiße Gebirge hier. Und du machst ein bisschen Kultur, ne? Genau, also ich konnte noch einen der letzten Ausflüge ergattern. Und zwar geht es für mich zu einer Klosteranlage und in das kleine Örtchen Retunion. Mhm. Und es sah auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Ich habe mir so ein bisschen bei Google noch geschaut und ich glaube, es werden beides sehr, sehr schöne Ausflüge werden. Wir sehen aber beide wieder zurückkommen. Wir haben auch ein Programm danach, also werden natürlich nicht den ganzen Tag alleine voneinander getrennt verbringen, sondern der Plan ist danach auch nochmal irgendwo an den Strand individuell zu fahren. Wir haben schon ein bisschen geguckt. Du hast schon ein, zwei... Genau, in der Nähe sind ein, zwei Strände, die ganz nett aussahen. Da werden wir mal schauen. Ansteuern. Genau, ja. Wir machen uns jetzt los. Da hinten warten die Busse auf uns.
Und dann machen wir jetzt erstmal getrennt voneinander Urlaub. Tschüss. Que se nota, yeah. Tranqui que la virgencita me tiene la buena, yeah. Angekommen am ersten Stop der Tour. Hier hinter mir seht ihr nochmal das Gefährt des Tages. Wir sind unterwegs mit zwei Jeeps, also eine sehr, sehr kleine familiäre Gruppe. Macht bis jetzt sehr, sehr viel Spaß, schöne Natur, obwohl es ja erst der Anfang war. Das Gebirge kommt ja jetzt erst noch. Wir haben jetzt einen Stop eingelegt an einem kleinen Café. Da habt ihr die Möglichkeit, einen selbstgebrauten Kaffee zu trinken oder einen frisch gepressten Orangensaft. Ich hatte mich für den Orangensaft entschieden. Sehr, sehr gute Wahl, hat sehr gut geschmeckt und wie ihr vielleicht unweigerlich hören könnt, wir sind ja im Prinzip mitten in der Natur angekommen, also die Geräuschkulisse einmalig. Sehr, sehr schön. Ja, und wichtiger Fakt nebenbei vielleicht noch, wurde vom Guide gerade gesagt, wenn ihr den Ausflug macht und nochmal auf Toilette müsst, ist das hier die letzte Möglichkeit für die nächsten 3 Stunden, weil dann im Gebirge erstmal nichts mehr kommt. Bin gespannt, wie es wird. Soll sehr, sehr schöne Ausblicke geben. Ich nehme euch jetzt mit an Bord des Jeeps und dann machen wir ein bisschen das Gebirge unsicher. Algo espectacular. Yeah. Esa boquita y ese flow que me mata. Todas tus amigas dicen que eres bien sata. El color de tu encaje nunca lo vamos a olvidar. Yeah. Severo vuelo aquí con mi azafata. Tremendo chile y inhalando la mata. Baby, nada de visaje, que los chimba conectar. Yeah. Conecta como Bluetooth, burme como Gordon Blue. Quiero ver la curva, baby, no apague la luz, que no es necesario. Y en el barrio habrá más chimba, pero nunca como tú. Nadie a mí me ha visto como tú. Wie es hoffentlich unschwer erkennbar ist, sind wir angekommen im Gebirge und ja, Aussicht. Sehr, sehr toll. Man kann auch fast bis zum Meer blicken oder man kann es sogar da hinten erahnen. Ist ein bisschen diesig heute durch die Wärme. Aber ja, allein die Fahrt hier durchs Gebirge ist sehr, sehr schön. Ich hoffe, man kann es sehen. Die Straßen sind hier ja gesäumt von rosafarbenen Oleander. Ganz, ganz tolles Motiv dann immer während der Fahrt. Und jetzt haben wir hier 15 Minuten Freizeit, um auf eine kleine Anhöhe hochzulaufen. Ja, einfach den Ausblick ein bisschen zu genießen. Und dann geht es jetzt gleich weiter mit den Jeeps. Es soll nämlich auch noch ja, ein Mittagsstopp hier im Gebirge anstehen mit einem griechischen Mittagessen. Esa boquita y ese flow que me mata. Todas tus amigas dicen que eres bien sata. El color de tu encaje nunca lo vamos a olvidar. Severo vuelo aquí con mi azafata. Tremendo chile y inhalando la mata. Baby, nada de visaje, que los chimba conectar. Letzter Stopp unserer Jeep-Tour hier auf Kreta. Wir sind angekommen in einer ja, kleinen, gemütlichen Taverne. Hier erwartet uns jetzt ein griechisches Menü, unter anderem auch mit Schafskäse. Wir hatten nämlich gerade im Gebirge ja, noch eine kleine traditionelle Schafshütte von einem Schäfer besichtigt. Und dessen ja, Schafskäse können wir jetzt hier probieren, da die Tochter von ihm diese Taverne hier betreibt. Also mal sehen, wie das Ganze schmeckt. Drumherum gibt es dann noch ein griechisches Menü mit ja, griechischem Salat, Kartoffeln und Aubergine sowie Hähnchen und Kartoffeln. Also wir können uns jetzt nach der holprigen Fahrt noch den Magen vollschlagen, bevor es dann zurück zur Aida Blue geht. Insgesamt der Ausflug wirklich sehr, sehr schön. Tolle Aussichten im Gebirge. Also das denkt man manchmal ja gar nicht, dass Kreta so bergig ist. Oft denkt man ja einfach nur ja, Strand und Meer bei Kreta, aber wirklich so schöne Panoramen und Gebirgszüge kann man auf jeden Fall machen. Und ja, die Fahrt ist natürlich ein bisschen holpriger. Wenn ihr da jetzt ein bisschen Rückenprobleme habt, da vielleicht aufpassen oder auf die Tour verzichten. Aber ansonsten ist es ein wirklich sehr, sehr großer Spaß für die ganze Familie. Und ich mache mich jetzt mal rein, lecker griechisch essen und dann geht's weiter. Zurück im Hafen von Suda und ja, ein kleiner Tipp für euch noch, wenn ihr auf eigene Faust mal nach Chania fahren wollt. Es wäre ein sehr, sehr schönes Städtchen in unmittelbarer Nähe. Da fährt hier direkt im Hafen im Hintergrund ja der Shuttlebus los. Die einfache Fahrt kostet 1,50 und hin und zurück 3 Euro. Soll alle 15 Minuten fahren. Also wenn ihr das machen wollt, eine gute Alternative. Ich gehe jetzt erstmal an Bord, schaue, was Janine so erlebt hat und dann gucken wir mal, ob wir heute Nachmittag noch zum Strand kommen. Ja, und ich grüße hier aus dem Kloster von Arkadi. Knapp 1:15 sind wir jetzt mit dem Bus hierher gefahren und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall mehr als ein Geheimtipp. Es ist ein wunderschönes Idyll hier.
gar nicht so überfüllt. Es ist wirklich sehr, sehr entspannt. Hier gibt es sehr viel zu sehen, ein kleines Museum und ja, auf jeden Fall sehr entspannt. Ich merke schon richtig, wie ich runterkomme und runter werde. Überall schöne Natur, tolle Vögel und ja. Nach dem schönen Stopp im Kloster von Arkadi ging es noch für einen Besuch in die Hafenstadt Rethymno. Hier hatten wir zunächst einen kleinen geführten Rundgang und anschließend auch etwas Freizeit. Ja, die Stadt ist sehr schön, bietet viele tolle Gassen mit Cafés, Restaurants und kleinen süßen Läden. Leider war die Zeit hier recht kurz bemessen, gern hätte ich den Ort und die Gassen noch ein bisschen weiter erkundet, aber insgesamt war es ein guter Ausflug. So, jetzt beginnt der ruhige und entspannte Part des Tages. Wir sind jetzt angekommen am Strand, ein bisschen abkühlen. Ja, wir hatten jetzt einfach einen Taxifahrer gefragt, beziehungsweise Sicherheitspersonal im Hafen. Die hatten uns jetzt diesen Strandabschnitt hier empfohlen. Der Beach Club heißt Sun and Sand. Ne? Also Eintritt müsst ihr nicht bezahlen. Die Liegen kosten angeblich 10 Euro im Set mit einem Schirm, also sehr preiswert. Okay, für ein bisschen mehr. Bei Google stand aber was von 15 Euro. Also kann sein, dass es vielleicht nachmittags günstiger ist. Aber ich denke, es ist auch in Ordnung, weil Qualität sehr, sehr gut. Also alles sehr, sehr viel aus Holz und sehr angenehmes Ambiente. Ne? Ja. Also ein bisschen gehobener, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und man hat einen DJ im Hintergrund. Also so viel zum Thema leise. Wenn ihr es ein bisschen leiser haben wollt, könnt ihr auch ein paar Meter weiter eure Liege nehmen. Ich finde es aber eigentlich ganz schön, da was anderes. Und ja, schöne entspannte Klänge. Jetzt testen wir noch den Strand hinter uns. Genau, wir werden uns jetzt hier in die Fluten stürzen. Ist auch ein Sandstrand, also ihr braucht jetzt nicht unbedingt Badeschuhe. Und es gibt hier auch Essen und Getränke und Mahlzeiten. Also dieses kleine Restaurant nebenan ist ja alles geworkt. Und hier denke ich, kann man dann sicherlich auch einen ganzen Tag verbringen. So, wir hüpfen jetzt in die Fluten. Ja, scheiße. Ja, dort, wo wir den heutigen Tag begonnen haben, wollen wir noch abschließen auf unserem Balkon. Ja, wir sind zurück von unserem Badestopp zurück in Suda Bay. Schiff wird gerade fertig gemacht. Wir werden in 5 Minuten hier ablegen. Und nachdem wir gestern ein bisschen traurig waren, dass unser Ausflug ja heute ausgefallen ist, haben wir, denke ich mal, das Maximum rausgeholt und wirklich einen schönen Tag gehabt. Ne? Genau, wir hatten super Alternativen. Zeigt mal wieder, dass man hier sehr, sehr viel auf Kreta machen kann. Also ist es nicht schlimm, wenn doch mal das eine oder andere anders verläuft als ursprünglich geplant. Und ja, manchmal ist es vielleicht sogar ganz gut, wenn man dann mal andere Sachen ausprobiert, als man vielleicht sonst immer machen würde. Mhm. Heute war auch so ein bisschen Liebe auf den dritten Blick, würde ich sagen. Es war jetzt heute, glaube ich, das dritte Mal, dass wir auf Kreta waren, aber es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also liegt vielleicht jetzt auch an dem Teil von Kreta, wo wir gerade sind. Also gerade das Gebirgige hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das denkt man ja. Genau. Manchmal hatte ich ja vorhin schon gesagt, gar nicht so unbedingt, wenn man an Kreta denkt, jetzt an hohe Gebirge. Ja. Und war wirklich sehr, sehr schön. Also auch zum Baden jetzt super toll. War fast ein bisschen Badewannen-Feeling. Ja, ich glaube, ich habe gelesen, 27 Grad Wassertemperatur, es fühlte sich nach Meer an. Also teilweise, je weiter man nach ins Wasser hineinlief, desto kühler wird es einigermaßen, aber selbst das war gerade so noch erfrischend. Mhm. Aber das ist ja eigentlich auch mal ganz schön, ne? Ja, wir konnten auf jeden Fall sehr lange drin bleiben. Fast die ganze Zeit, aber war dann schon schrumpelig.
war ein schöner Badestopp dort. Also kann man sehr empfehlen. Wir hatten ja vorhin auch gesagt, dass wir zuerst ein bisschen skeptisch waren wegen dem Preis. Weil da dachten wir, ja, nur 10 Euro für zwei Liegen, Sonnenschirm. Und es gab dann auch noch eine große Flasche Wasser dazu gratis. Ich stand dann auf einmal schon da am Platz. Mhm. Und oh, ich weiß nicht, und man ist dann immer so ganz schnell, dass man immer denkt, irgendwie man wird abgezockt oder so. Aber war überhaupt nicht der Fall. Also die waren super lieb, super schickes Ambiente trotz allem. Und Preise waren auf jeden Fall fair. Es war sicherlich nicht billig. Muss man dazu sagen. Aber preiswert. Es war preiswert. Ja. War auf jeden Fall sehr angenehm und ich fand das eigentlich immer eine gelungene Abwechslung. Mhm. Taxipreis war ein bisschen teurer, also wir hatten jetzt hin und zurück ungefähr 25 Euro bezahlt pro Strecke. Vielleicht kennt sich jemand aus, kann mit dem Linienbus hinfahren, gibt es bestimmt auch super Verbindungen, aber es war uns einfach zu heiß, wir wollten einfach nur direkt ins Wasser. Ja. So sieht's aus. Wenn ihr zudem ein bisschen sparen wollt und vielleicht noch Chania sehen wollt, das hatte ich ja vorhin auch kurz gesagt, ihr habt hier den Linienbus pro Strecke 1,50. Ja, in Chania gibt es dann auch noch einen Stadtstrand, also da könnt ihr dann auch hingehen. Aber wir wollten ein bisschen abseits der Massen, obwohl es auch ein bisschen voller war dort, aber insgesamt okay. Ne? Wollen wir noch was zu den anderen Ausflügen sagen? Natürlich, wenn wir schon so viele Ausflüge machen. Wir schaffen es noch 2 Minuten bis ablegen. Kriegen wir hin. Also wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon ein kurzes Fazit gemacht. Also ich fand es sehr, sehr schön, den Ausflug. Ein bisschen viel Fahrzeit, klar, war eine Jeep-Safari, aber es wäre vielleicht schön gewesen, den einen oder anderen Fotostop noch einzulegen bei mir. Aber insgesamt, wenn ihr keine Rückenprobleme habt, ganz, ganz toll, um das Panorama zu genießen von den weißen Bergen. Hin zum Meer runter zu blicken. Ich zeige dir nachher meine Fotos, damit du auch weißt, wie es aussieht. Ja. Janine war ein bisschen traurig, dass er nicht dabei war, aber du hast auch einen schönen Ausflug. Ich glaube, du kannst auch traurig sein, weil mein Ausflug war nämlich auch sehr schön. Ich hatte ja den Ausflug Akadi-Klosteranlage und ich kann sie aussprechen, entschuldigt, Retimnon. Retimnon oder so. Retimnon. Ich werde mal korrigiert, wenn ich es ausspreche, auch von den Einheimischen hier. Ja, auch eine wunderschöne Stadt. Die Klosteranlage fand ich mega. Richtig toll angelegt. Ist gar nicht so riesig, aber es gibt so viel zu entdecken. Wichtig zu erwähnen ist noch bei dem Ausflug, das war mir selber nicht so bewusst. Also ich habe es ja auch recht spontan einfach dazu entschlossen. Die Busfahrt dorthin zu der Klosteranlage dauert ungefähr 1 Stunde 15. Also da geht schon sehr viel an Zeit drauf und wir wollen ja dann auch schon gegen 14:30 wieder zurück. Dementsprechend allein schon knapp 3 Stunden Fahrzeit. Dann auch nochmal von dem Kloster wieder in die Stadt, fahren uns auch nochmal einen kurzen, 20 Minuten sind wir noch mal gefahren. War okay, aber dadurch fehlt es ein bisschen Zeit. Also ich würde mir wünschen, dass der Ausflug ein bisschen verlängert werden würde. Wir haben ja an sich Zeit, wir liegen ja bis 20, haben wir jetzt gerade gesagt, und man könnte das auch ein bisschen ausweiten, dass man da halt nicht so durchhält, sondern alles ein bisschen mehr genießen kann. Also bei dem Kloster war mal eine Stunde, nicht mal eine Dreiviertelstunde drin, und ich fand es sehr, sehr happig, oder? Ja, ich war nicht dabei. Aber wenn man hetzt, ist es natürlich nicht so gut. Genau, ja. Ich hätte mir immer gewünscht, auch mal irgendwie ein bisschen mehr innezuhalten noch. Und in der Stadt war es dann ungefähr so eine Viertelstunde geführter Spaziergang und dann eine Stunde hatte jeder für sich allein. Aber auch da, man kann dann, also ich bin dann immer so, ich möchte dann viel sehen, ich laufe dann noch ein bisschen so rum, habe dann noch ein Eis gegönnt und bin einmal in ein, zwei Läden noch reingegangen. Aber man schafft es halt sonst nicht, irgendwie mal nach einem Café zu gehen, auch mal die Kulinarik auszuprobieren. Das sah nämlich so, so schön aus in den Gassen. Da gerne ein bisschen mehr Zeit einplanen. Wohnt sich auf jeden Fall die Stadt, hat mir sehr gut gefallen. Hat sich ja einen schönen Tag ohne mich hier. Aber ich zeig dir auch die Bilder. Die zweite Hälfte war ja auch schön. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass der Auftakt zu dieser Vlog-Reihe euch gut gefallen hat. War ja ein bisschen länger diesmal. Morgen steht gleich ein nächstes Highlight an. Da haben wir es nämlich noch nie geschafft hinzufahren. Und da wollten wir eigentlich schon immer mal hin. Nach Santorini. Wird sicherlich ein bisschen heißer werden, aber ja. Wir denken, es wird ein sehr, sehr schöner Tag, hoffen es zumindest. Da haben wir auch einen schönen Ausflug für euch parat. Ich habe noch ein paar schöne Bilder. So eine Fächer dabei. Die habe ich mal bei einer Hochzeit bekommen. Kann man jetzt alles wiederverwenden. Da fächern wir uns ein bisschen Luft zu. Ja, das ist ein Herzfächer. Du siehst ein Hochzeitsschiff und Hochzeitsfächer. Siehst du mal, alles kommt mal wieder zurück. Ja, also für euch gibt es jetzt noch das Auslaufen. Für uns hoffentlich ein paar schöne Sonnenuntergangsimpressionen und leckeres Abendessen. Und dann melden wir uns morgen frisch und munter aus Santorini. Ja, wir können nicht ausschlafen. Nein, ich muss morgen früh filmen. Okay, gut. Gut, tschüss. Tschüss.